Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Die Angst hat viele Gesichter. Ja, natürlich, Angst ist irrational, Angst ist Arsch und manchmal macht Angst auch ganz komische Dinge. Aber für viele Leute ist Angst offensichtlich auch der Schlüssel, wobei ich nicht ganz verstehen kann, wofür. Der Schlüssel zum Erfolg wahrscheinlich eher nicht. Gut, manche Leute haben vielleicht Angst, wenn sie einen Autoschlüssel in die Hand nehmen. Bei manchen Leuten habe ich Angst, wenn sie einen Autoschlüssel in die Hand nehmen. Aber im Fall von Fear is the Key handelt es sich tatsächlich um einen Film, der in Deutschland unter dem Titel Angst ist der Schlüssel in die Kinos gekommen ist. Dabei war das allerdings das erste und in Wirklichkeit auch letzte Mal, dass wir diesen Action-Thriller mit Barry Newman und Susie Kendall und John Vernon hierzulande zu Gesicht bekommen haben. Ja, es gibt noch scheinbar ein paar Free-TV- und Pay-TV-Ausstrahlungen in den 80er-Jahren und sogar in den 00er-Jahren, aber wirkliche physische Heimkino-Veröffentlichungen von diesem Titel gibt's nicht. Was ich ehrlich gesagt recht seltsam finde, weswegen ich es noch schöner finde, dass sich eben Paramount auf einen Deal mit Arrow Video eingelassen hat, um zumindest einmal in Amerika von Arrow Video diverse Paramount, naja gut, Klassiker kann man es nicht unbedingt nennen, aber wurscht, wobei gut, The Warrior, naja, auch in physischer Form veröffentlicht werden und einer davon ist eben Fear is the Key. Dabei muss ich sagen, dass natürlich der Vergleich mit dem Autoschlüssel durch das Cover irgendwie auferlegt wurde, wobei ich an der Stelle wirklich sagen muss, dass ich dieses Cover-Artwork sehr mag. Dieses ein bisschen Great Escape angehauchte und anmutende Design mit den etwas matteren, zurückhaltenden Farben finde ich aber trotzdem sehr schön dynamisch und sehr schön explosiv, weil ich finde, dass diese Linien hier um das Auto herum die Geschwindigkeit schön darstellen, dazu dann natürlich noch das Flugzeug auf dem Cover, aber ich mag wirklich diese Art, wie das Ganze hier ein bisschen comichaft, ein bisschen popartig oder mondoesk dargestellt wird, wie man das eben beispielsweise auch von der Ingame-Grafik von Spielen wie Limbo kennt oder halt eben natürlich auch von zahlreichen anderen Plakatstilen oder Heimkino-Veröffentlichungen. Ich mag diesen Stil, auch wenn er jetzt wirklich in dem Bereich der Veröffentlichungen von Arrow Video etwas ganz Besonderes und irgendwie Einzigartiges ist. Da bin ich schon einmal wirklich sehr gespannt, wer dieses Artwork erstellt hat. Nathaniel Marsh heißt der Künstler in dem Fall und ich würde mir ehrlich gesagt wirklich, wirklich wünschen, dass wir von ihm in der nächsten Zeit dann auch noch mehr zu Gesicht bekommen. Wir haben im Fall, apropos zu Gesicht bekommen, von Fear is the Key einfach nur einen HD-Transfer, der in dem Fall ganz offensichtlich nicht von Arrow Video selbst oder neu erstellt wurde, sondern einfach nur aus dem Archiv von Lizenzgeber Paramount kommt und können dann einmal hier einen Blick ins Innere werfen auf das Standard Keep Case, das natürlich auf der einen Seite dasselbe Design liefert, das wir eben auch außen auf dem Schuber hatten, beziehungsweise wo wir dann eben im Inneren noch ein paar weitere Details bekommen, dasselbe Artwork auf der Disc, dafür dann allerdings ein Original Kinoplakatmotiv hier auf dem Wendecover, das eben tatsächlich auch in der Originalversion diesen Rahmen hatte, wobei ich in dem Fall richtig cool finde, dass dieses Motiv hier komplett auf diesem Keepcase enthalten ist. Ich mag vor allem diese Dualität mit quasi zweimal dem gleichen Bild, dass das Gesicht einmal mehr mitgenommen ist. Unterhalb von diesem Motiv und dem Ende quasi, nämlich wirklich von diesem Rahmen, wäre im Originalcover eigentlich nur mehr Text mit dem Cast and Crew Block gekommen. Dazu gibt's in dem Fall übrigens ein gezeichnetes Motiv auf dem Booklet Frontcover, das ist das Motiv, das wir tatsächlich vom deutschen Kinoplakat kennen. Und wir erfahren, dass Alistair McLean die Vorlage für diesen Film geliefert hat, was deswegen recht witzig ist, weil der ja eben auch die Geschichte zum Beispiel von River of Death geliefert hat, der dann mit Michael Dudikoff, Herbert Lom und Donald Pleasence verfilmt wurde. Wir können jetzt da einmal ein bisschen durch das Booklet blättern, das hier im Hintergrund finde ich sehr schön auch diesen
diese grünen Mustern und diesen Farbverlauf hat, den wir eben auch außerhalb auf dem Artwork gesehen haben mit diesen stilisierten Skeletten. Und bei diesem Titel hat uns Arrow Video dankenswerterweise auch wieder mit einem extra Poster versorgt, was eben, wie gesagt, nachdem ich den Stil dieser neuen Coverzeichnung hier sehr schön finde, auch natürlich eine tolle Beilage ist bei diesem Release, aber natürlich ist das nicht die einzige Seite, sondern wir bekommen eben auch das alte Originalmotiv hier als Poster und hier sehen wir quasi direkt, was auf dem Originalposter dann eben nach dem Ende von diesem Motiv eigentlich noch gekommen wäre und das hier mit Ausnahme von diesem Rahmen in der Arrow-Cover-Version eigentlich nichts fehlt. Das ist ein wirklich interessanter Paramount-Titel aus den 70er Jahren, von denen ich wirklich bis zur Ankündigung seitens Arrow-Video nichts gehört habe, weswegen ich mich natürlich in dem Fall ganz besonders freue, dass ich den Titel in meiner Sammlung habe und dass Arrow-Video sich bemüht hat, bei diesem Film eine coole und auch limitierte Sonderauflage, zumindest eben die Erstauflage mit dem Booklet und dem Poster, weil weitere Reprints werden eben ohne Schuber, ohne Poster, ohne Booklet daherkommen, aber diesem Film eben einen coolen Heimkino-Release spendiert haben, wo ich mich sehr darauf freue, auch den Film irgendwann einmal zu sehen.